Willkommen zurück bei den Hardware-Checkern. Hier spricht mal wieder der David in gewohnter Manier mit dem Drehteller und einem Gehäuse im Schlepptau. Heute geht es um das RedMax Alpha und wie mir das gefällt und was RedMax uns da anbietet, das klären wir gleich nach dem Intro. Film ab! So, da ist es also, das RedMax Alpha. Ich persönlich verbinde mit RedMax mein erstes Gaming-Gehäuse. Also ich habe damals, wo die GeForce 8400 GS aktuell war, dann mein erstes Gaming-Gehäuse gekauft und das war ein RedMax Milodon. Und das Gehäuse gab es dann auch später nochmal. Ich habe es damals in schwarz-blau gekauft, glaube ich. Es gab es dann später auch nochmal in grün-schwarz. Ich fand es immer geil. Mich hat halt gestört, dass das Innenraumkonzept dann irgendwann so überholt war, dass man quasi nichts mehr einbauen konnte. Ja. Aber RedMax hatte ja dann noch andere Gehäuse im Portfolio, wie eben das, was ziemlich frisch auf dem Markt ist, das RedMax Alpha. Es kommt in schwarz oder weiß wahlweise. Oben wurde Platz für ein optisches Laufwerk in 5,25 Zoll gelassen. Das heißt, es ist irgendwie ein Cardreader oder ein DVD-Laufwerk oder auch ein Blu-ray-Laufwerk, passen da also rein. Innen können insgesamt zwei 3,5 Zoll Geräte, das heißt zwei herkömmliche Festplatten oder vier 2,5 Zoll SSDs beispielsweise oder eben Notebook-Festplatten Platz nehmen. Wobei gesagt werden muss, dass man nur die Möglichkeit hat, vier Plätze effektiv zu nutzen. Das heißt, entweder nutze ich das so, dass ich eine 3,5 Zoll Platte einbaue und drei 2,5 Zoll Platten oder eben zwei 3,5 Zoll Platten und zwei 2,5 Zoll Platten. Ich habe also insgesamt vier Plätze zur Verfügung und zwei davon supporten beide Größen und einer davon supportet nur die 2,5er. Ja, das Gehäuse kommt im ATX-Format daher. Dafür ist es aber echt klein und schnucklig geworden, finde ich persönlich. Und natürlich passt auch ein Micro-ATX oder ITX Mainboard rein. Radiatoren bis 360 mm können hier Platz nehmen. Wo genau? Das gucken wir uns gleich nochmal an, wenn wir das Gehäuse öffnen. Erstmal zum Gehäuse. Große Plexiglasscheibe. Oben und vorne Meshgitter. Von der Verarbeitung her auf den ersten Eindruck so im 50-Euro-Segment würde ich jetzt mal ansiedeln. Und schön schlicht schwarz gehalten. Ja, wenn ich das einmal mal so schön umdrehe, dann sehen wir gleich, okay, Meshgitter. Einmal hier, einmal hier. Zur Front gibt es eine Besonderheit und zwar sind die Knöpfe, wie man hier sieht, nicht hier vorne, sondern eben hier an der Seite. Also wir haben hier einmal den Powerknopf, Reset-Knopf, HDD und Power-LED. Und auf dieser Seite hier, das sieht man hier auch gerade so schön, die zwei blauen USB 3.0 Anschlüsse bzw. die HD-Audio-Anschlüsse. Ja, auf dieser Seite gibt's wie gewöhnlich nichts zu sehen. Hinten erkennen wir schon, okay, alles ist schön schwarz gehalten. Vorne sehen wir da ein was Weißes blitzen hinter dem Lüftergitter. Das werden wir uns gleich noch angucken. Und man sieht, dass der Lüfter, der hier verbaut ist, insgesamt ist es glaube ich auch nur einer, das werden wir auch gleich nochmal prüfen, auch weiße Rotorenblätter hat. Das Seitenteil ist so ein bisschen schwarz getönt. Es sorgt dafür, dass das Gehäuse insgesamt so ein bisschen schlichter aussieht. Also so ein bisschen dezenter. Nehmen wir mal das Seitenteil erstmal ab. Und schauen mal rein in das gute Stück. So, wir haben hier also ein Gehäuse, was zum größten Teil nach dem neuen Gehäusekonzept, wie ich es halt immer nenne, konzipiert ist. Besonderheit ist, dass einem optischen Laufwerk hier nicht gespart wurde, man also immer noch eins verbauen kann. Wie man hier schon so ein bisschen sieht, das werdet ihr auch später noch sehen, ist vorne tatsächlich eine weiße Platte verbaut. Und diese weiße Platte, die kann man zwar entfernen, also man kann da auch natürlich Lüfter einbauen und so weiter und so fort, aber dieser Strich, der in der Mitte lang geht, hier so zu sehen, das ist eine LED-Leiste. Man beleuchtet also diese Platte von hinten. Die Front hat aber auch seitlich Lüftungsschlitze. Wenn einem das reicht, kann man dort also hinter die LED-Leiste und die weiße Platte, also quasi im Gehäuse selbst, einen Radiator einbauen und auch normal drei Lüfter, wie auch immer. Deswegen hat das Gehäuse auch da unten eine Aussparung, dass man das quasi bis nach unten durchführen kann. Ja, wie man schon sieht, ist der Mainboard-Schlitten so ein bisschen, na, ich sag mal,
nicht wie standardmäßig platt, sondern hat so mehrere Ausbaustufen, könnte man jetzt fast sagen. Wenn man hier also schräg reinguckt, erkennt man hier deutlich, dass eine Kante zu sehen ist. Dort ist der Membership also ein bisschen weiter vorne, wodurch man dort mehr Platz für die Kabel hat. So sieht das Ganze dann von hinten aus. Das heißt, unten, wie man sieht, kann man ganz normal über zwei Einschübe Festplatten verbauen, dort zu sehen. Dann haben wir auch ein mit einem Staubfilter geschütztes Netzteil. Hier die Möglichkeit, zwei SSDs zu verbauen und dann auch eben das Kabelmanagement und ein extrem großer Ausschnitt, finde ich persönlich, um den CPU-Kühler von hinten zu montieren. Jetzt kommen wir schon zum Einbau der Hardware. Mal gucken, wie alles passt und sehen uns gleich wieder. So, Hardware-Einbau ist geglückt. Schauen wir mal an, ob das Ding auch funktioniert. Einmal an. Ach du Scheiße, was ist denn da los, Alter? Ja, der Kirmes-Modus ist wohl irgendwie aktiviert, aber gar kein Problem. Und das finde ich jetzt richtig geil, Leute. Wir haben ja so eine schöne Fernbedienung, mit der wir das einstellen können. Ist das geil? Das freut mich. Hammer. Also dieses Gehäuse, ich muss ganz ehrlich sagen, obwohl ich es so einschätze wie so ein 50-Euro-Gehäuse, finde ich das irgendwie ganz geil. Das ist jetzt gerade der Demo-Modus. Wie man wirklich sagen muss, ist das das Hauptaugenmerk des Gehäuses. Man sieht es ja auch vorne. Diese komischen LED-Spielereien, die gerade überall auftauchen. Und ich finde es echt hier geil gemacht. Man kann hier also rumspielen und optisch echt ein Leckerbissen. Ja, die Qualität des Gehäuses. Also wie gesagt, ich schätze es mal 50-Euro im Segment. Warum sage ich, ich schätze das? Dieses Gehäuse gibt es in Deutschland noch nicht und auch nicht in Europa. Das heißt, die großen Preisvergleiche, wie Geizhals beispielsweise, listen dieses Gehäuse zwar aktuell, aber ohne Preise. Irgendwie kommt man da gerade nicht ran. Soll uns jetzt erstmal nicht stören. Wir gucken uns das jetzt mal an. Hier oben haben wir auch tatsächlich einen Magnetstaubfilter, der über die ganze Bahn geht. Und wie gesagt, auch die Möglichkeit, bis zu 360 mm Radiatoren zu verbauen. Und zwar einmal so und einmal so. Warum können wir hier in beide Richtungen die Radiatoren so verbauen? Und zwar folgendes. Ich mache jetzt mal das Seitenteil ab. Dort oben ist ja eigentlich der Schacht für das optische Laufwerk. Den kann man aber entfernen. Und zwar einfach nur mit Schrauben. Das heißt, dann hat man die Möglichkeit, hier ein Radiator zu platzieren oder hier. Man kann natürlich auch hier einen 240er installieren und hier einen 360er. Da gibt es natürlich je nach Belieben von dem Nutzer selbst. Genau, zum Show-Effekt kann man da unten auch noch die SSDs statt auf der anderen Seite, wie ich sie gerade verbaut habe, da unten oder auf der Seite, je nach Belieben, verbauen. Ja, es hat alles soweit gepasst. Eine Kleinigkeit möchte ich anmerken. Ich konnte gerade aber auch leider nicht das USB 3.0 Kabel installieren, weil ich die Pins auf meinem Memory irgendwie verbogen habe. Das muss ich gleich nochmal richten. Das Gehäuse ist echt anfängerfreundlich. Also das muss ich ganz ehrlich sagen. Die Kabel, obwohl ich sie nicht gerade sehr geordnet habe, wie es halt mein Stil ist, haben gut hinter das Seitenteil gepasst. Man hakt das auch vorne ein. Und geil ist auch, dass das Gehäuse hier oben mit dem Seitenteil abschließt. Das heißt, wir haben nicht irgendeine nervige Kante, wo das drauf kommen muss. Man legt es direkt auf das Gehäuse und schiebt das rein. Das finde ich ganz cool. Negativ war definitiv der Einbau des Netzteiles. Weil hier vorne fängt der HDD-Käfig schon an. Ja? Das heißt, das Netzteil, wenn die Kabel bereits drin sind, also wir schon entschieden haben, welche Kabel stecken wir ins Netzteil und es da reinkriegen wollen, ist dort kein Platz. Ich musste echt friemeln, um das da reinzukriegen. Also der HDD-Käfig ist quasi ungefähr hier so. Man hat wirklich nicht viel Platz. Das heißt, entweder die Kabel vor vom Netzteil abmachen und das dann in Ruhe mal machen und dann alle Kabel mit Fingerakrobatik nachträglich da verstauen oder eben reinquetschen. Für mich zweite Option, weil ich keinen Bock habe, mir die Finger zu zerschnippeln. Die SSDs haben beide hier Platz genommen. Finde ich auch ganz cool gemacht. Ist auch so festgemacht, das heißt, man kann es abdrehen und dann hat man die SSDs so in der Hand. Also auch ganz cool gemacht an sich. Man hat hier, wie gesagt, viel Platz für den CPU-Kühler. Und ganz cool ist wirklich, dass hier keine geraden Löcher im Mainboard-Schacht sind, dass man die Kabel so ums Eck legen muss, sondern hier ein Loch ist, wodurch man sie direkt schon so reinstecken kann. Das hat nämlich zur Folge, dass man die Kabel, vielleicht sieht man das hier gerade so ein bisschen, viel einfacher verlegen kann. Man kann direkt in die SATA-Anschlüsse gehen, man kann direkt auf USB 3.0 draufgehen und alles ist so ein bisschen angenehmer zu platzieren. Und wenn man sich auch nochmal umdreht und schaut, wie Platz wir hier oben haben, um dieses Kabel zu verlegen und so weiter und so fort, hat RedMax da echt was Gutes hergezaubert, meiner Meinung nach.
Genau. Ich hoffe, euch hat der Testbericht gefallen. Ich mache jetzt mal das Hilflicht aus und spiele so ein bisschen mit der LED-Beleuchtung noch rum, wenn ihr euch das nochmal angucken wollt. Ich bin erstmal raus und sag bis bald, euer David.